willkommen in Potters Bluff. Ich habe mein Leben lang darauf gewartet, dass du sprechen kannst. Hast du nicht was Sozialkritischeres zu verzapfen? Frag mich nicht. Ich bin bloß ein Mädchen. Ein wichtigster Weg zur Besserung. Das ist gar nicht komisch, Bart. Millionen Mädchen auf der Welt glauben, dass sie sich so zu verhalten haben. Dass sie nie mehr sein werden als hirnlose Gänse, deren Lebenszweck es ist, hübsch auszusehen, sich einen reichen Mann zu angeln und den ganzen Tag am Telefon mit ihren ebenso hirnlosen Freundinnen zu plaudern. Wie toll es ist, hübsch auszusehen und einen reichen Mann zu haben. Genau, das wollte ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zu der Video bei Paula's Bluff Reviews. Heute gibt es eine Review und Kritik zu Barbie von Greta Gerwig, geschrieben von Noah Baumbach und Greta Gerwig, in der Hauptrolle Margot Robbie, Ryan Gosling und so einige andere. Ja, wo fange ich denn an? Ich war in der Preview, also in der Pink Preview, einen Tag vor dem offiziellen Kinostart und das ganze Kino war voll. Hauptsächlich mit Frauen, sah aus nach meistens Mutter und Töchtern. Ich habe mir extra 2 Tage Zeit gelassen, über den Film nachzudenken, denn nach dem sehr ersten Sicht muss ich schon sagen, man hat Spaß im Kino, man wird kurz berieselt. Aber wenn man dann genauer hinguckt, wird es dann schon sehr, sehr kritisch und naja. Das werde ich jetzt sagen. Fangen wir gleich mal an mit dem Plot, der eigentlich sehr inkohärent ist, aber ich versuch's mal. Barbie, die normalerweise in ihrer stereotypen Traumwelt lebt, bekommt auf einmal Todesgedanken und findet heraus, dass in der echten Welt wahrscheinlich jemand unzufrieden ist, der mit ihr spielt. Deswegen muss sie in die echte Welt zu uns reisen, um das Problem zu lösen. Doch da wird sie auf andere Sachen gestoßen. Sie wird mit der Wahrheit konfrontiert über Barbie und den Mattel-Konzern, der sie erschaffen hat. Und dann will sie zurückgehen und das alles verändern. Gleichzeitig geht auch Ken mit in die echte Welt, gespielt von Ryan Gosling. Er kennt das Patriarchat an und bringt jetzt zurück Babylon und will das Patriarchat da umsetzen. So. Ihr hört schon raus, der Film ist wie gemacht für Mütter und Töchter, die einfach nur Spaß haben wollen in einem Barbie-Film. Wer einen Barbie-Film erwartet, bekommt einen Barbie-Film, aber einen sehr merkwürdigen Film, denn der Film versucht irgendwie zweigleisig zu fahren, was die ganze Zeit komplett aneinander aneckt. Der Film auf einer Seite verteufelt die Idee von Barbie, von der Kommerzialisierung dahinter, von dem Frauenbild, das es vermittelt, und gleichzeitig glamourisiert es aber, indem es in seinen Bildern taucht, die diese Welt verherrlicht und so schön zeichnet, dass man irgendwie beide Seiten des Arguments einnimmt, und das macht es sehr langweilig und sehr, sehr feige von den Filmmachern, denn hier, keine Ahnung, will man irgendwie sich aus allen aus der Affäre ziehen, ein bisschen feministische Botschaften einstreuen, die aber sehr, sehr hardcore mit dem Holzhammer eingearbeitet sind, und verliert sich dadurch in totale widersprüchliche Ideen in dem Film selber. Plotgetrieben, handlungsgetrieben, ergibt der Film überhaupt keinen Sinn, also absolut null, wenn man ihn verfolgt. Er hat natürlich viele Einflüsse von Filmen, wo jetzt quasi echte Figuren in die reale Welt gehen und zurück und so weiter. Da könnte man den Last Action Hero, Roger Rabbit, der Lego-Film, der auch schon fürchterlich war. Oder eben andere Filme, eben sowas wie Toy Story so ein bisschen. Oder wie Space Jam, sowas zum Beispiel. Der Film hat so ein bisschen sehr so 90er-Jahre-Touch, das sieht man auch an den ganzen Design und so weiter. Jetzt aber, bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr in die negativen Sachen gehe, möchte ich jetzt erstmal ein paar positive Sachen angeben. Was mich den Film hat durchhalten lassen, war Ryan Goslings Performance als Ken, weil Ryan Gosling hat wirklich verstanden, dass er hier einfach einen dummen Menschen spielen soll, eine dumme Figur, und er spielt Kens Dummheit mit Bravour, mit Engagement, mit Mut. Er hängt sich voll rein und man lacht über ihn, weil er das einfach grandios durchzieht und das ernst nimmt. Weil das Beste an einem Comedy-Schauspiel ist, wenn er die absurdeste Rolle ernst nimmt. Dann entsteht wahre Comedy. Wenn man nicht spielt, als ob man in einer Komödie spielt. Und das macht Ryan Gosling jetzt sehr gut. Er hat ein sehr gutes Timing, was mich überrascht und mich schon in den Nice Guys sehr überzeugt hat. Also er ist nicht nur für ernste Sachen gemacht, er ist geradezu gemacht für Komödien, was ich auch sehr cool finde. Er hat tolle Blicke und so weiter und so fort. Margot Robbie macht ihre Sache auch gut. Ist aber leider ein Spielball des Drehbuchs und ist keine Figur. Sie macht ständig das, was gerade der Plot erfordert. Sie ist auf einmal klüger als sonst. Zuerst ist sie Naivchen, dann ist sie klug, dann haut sie total krasse Sätze raus, dann mal ist sie wieder dumm. Also das macht überhaupt keinen Sinn, was dieser Film versucht zu erzählen. Was noch, das Produktionsdesign. Das möchte ich aber irgendwie nur in Klammern setzen, denn man hat hier so viele Vorlagen aus der Barbie-Welt, wenn man da reingeht. Als Produktionsdesigner schaut man sich die Designs an, kann diese ganze Welt aufbauen, ohne selbst den Input zu machen, denn das sind ja Originalkleider zum Teil, Originalbauten und so weiter. Also man muss ja nicht wirklich super kreativ sein, um sich diese Welt auszudenken. Die gibt's quasi schon. Man muss einfach nur zu lang sich aus dem Baukasten rausnehmen und sich für sich selbst zurecht machen. Dann haben wir ein paar coole Lacher von Will Ferrell. Wir haben einen Auftritt von Rhea Perlman, was mich sehr gefreut hat. Ja, aber da kommen wir schon zu den negativen Sachen. Eins, was nicht so schwer ins Gewicht fällt in diesem Film, weil es eine Komödie ist, obwohl ich auch der Meinung bin, dass mit Komödien toll inszeniert sein soll, ist die Kameraarbeit, denn die ist sehr
beliebig. Also ich rede nicht vom Licht und der Ausleuchtung und dem Produktionsdesign, das ist toll. Ich rede von der Kameraarbeit, Auflösung und Regiearbeit, die finde ich nicht so toll, denn hier, wir haben zum Beispiel eine Autoverfolgungsjagd, wir haben gewisse Dialogszenen und wir haben einen großen Kampf, der so extremst die sind alle so extremst mittelmäßig inszeniert von den Kameraeinstellungen, den Winkeln, dass ich denke, diese Autoverfolgungsjagd wirkt wie eine Fahrt durch einen Park. Also es ist wirklich, da lässt halt Greta Gerwig sehr zu wünschen übrig, was Regie angeht. Noch schlimmer ist aber quasi das Drehbuch von den beiden, von ihr und Noah Baumbach. Die zwei sind sowieso die zwei überschätztesten Leute, die in Hollywood arbeiten mit. So, Noah Baumbach, da kriege ich schon das Kotzen, wenn ich seine Filme sehe. Also, wenn ich seine letzten Filme gesehen, denke ich mir auch, was für Probleme hat dieser Mann? Irgendwelche superreichen Penner, die totale linke Ideologien gefressen haben, in irgendwelchen Situationen, wo kein Mensch sich reinversetzen kann, weil es einfach so Dusel ist. Und der Typ schreibt Barbie mit. Das macht für mich null Sinn. Und das merkt man den Film auch an. Der Film ist zynisch und lässt das die ganze Zeit raushängen. Das größte Problem meiner Meinung nach ist, der Film lässt halt quasi die Fronten Männer gegen Frauen total hochspielen, als ob es 1950 ist. Also man verhält sich hier in der echten Welt so, als ob man halt in den 50ern lebt. Also es ist total übertrieben gezeichnet alles. Was ja alles okay wäre für den Film. Ist ja Barbie-Film. Aber der Film nimmt sich ja selbst ernst und spricht die Sachen direkt an. Wir hören in diesem Film ungefähr 20 Mal das Wort Patriarchat. Also das muss man sich mal reinziehen. In einem Kinderfilm. Dann hat man total Witze irgendwie übers Masturbieren versteckt. Man hat so Motherfucker versteckt. Lauter so komische Sachen. Der Film ist gedacht für Kinder. Eigentlich. Aber eigentlich nicht. Ich glaube, die ganzen vielen Animationsfilme der letzten Jahre eigentlich insgeheim für die Eltern gemacht sind und ihre Kinder werden reingeschliffen. Also ich möchte mal ein Kind sehen, das irgendwie unter 10 ist und nach dem Film nicht mit lauter Fragezeichen rausgehen und denken, was soll das? Was wurde mir gerade präsentiert? Ich lache jetzt hier einfach mit, aber ich weiß nicht, was das soll. Da werden Anspielungen gemacht auf 2001 Space Odyssey. Proust-Bücher. Also totaler Scheiß. Also das macht doch gar keinen Sinn in so einem Film. Welches fünfjährige Kind versteht denn die 2001-Referenz am Anfang? Keiner. Das ist totaler Käse. Garantiert kommt dieser Mist von Noah Baumbach. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, und wie gesagt, diese Thematik Frau gegen Mann wird so erbärmlich hochgespielt. Und dieser knallharte, kastrierende Feminismus wird so hart eingestreut. Das macht einfach keinen Spaß. Also es sind wirklich zwei oder drei Monologe im Film, wo tatsächlich einfach direkt gesagt wird, was die Filmemacher denken über die aktuelle Welt und die Lage der Frau. Gekontert damit, dass die ganze Zeit Stereotype bedient werden und dann quasi eingelöst werden sollen am Ende. Und das ist dann die Message an Frauen. Also, nee. Tut mir leid, das funktioniert ja auf gar keiner Ebene. Wie gesagt, der Film will beide Seiten einnehmen der Diskussion und nimmt sich damit raus, macht sich damit total beliebig. Ähnliche Probleme habe ich auch schon bei Deadpool gesehen. Man kann nicht gleichzeitig die ganze Zeit Witze über Comicfilme machen und dann versuchen, gleichzeitig einen zu machen mit genau der gleichen Dramaturgie und der ganze Zeit nur Witze drüber zu machen, damit man irgendwie denkt, dass man irgendwie jetzt was Neues geschaffen hat. Aber nein, man versucht einfach nur, und das ist halt sehr zynisch, alles zu bedienen, aber unterm Strich geht es nur darum, was verkauft wird, wie viele Puppen. Ihr könnt reden, was ihr wollt. Ihr könnt über Feminismus reden, Mann gegen Frau. Ihr könnt über das reden, das und das und das. Blablabla, ist egal. Hauptsache unterm Strich, es gibt Kohle. Es gibt nur ums Gespräch. Deswegen hat Mattel das auch gemacht. Die wissen nämlich genau, was sie da machen. Denn egal, ob es gut oder schlecht ist, jeder wird hier seine Seite finden. Und der ganze Film spricht ja gerade irgendwie dem Trendigen, was gerade in der Politik los ist. Und somit verkauft man einfach nur alles, was geht. Und das ist eigentlich das ganze Ziel von diesem Film, was sehr traurig ist, weil dieser Film ja quasi eine Chance hatte, quasi ein Film zu werden, wirklich, sag ich mal, für Mutter-Töchter-Beziehung oder sowas. Und also total in den Sand gesetzt für mich. Der Film wird sein Geld machen, man sieht es ja jetzt auch schon, aber guckt da nicht so genau hin. Und dann sind auch, das Drehbuch ist so faul. Also nur ein Beispiel daraus. Da ist eine Szene, wo Margot Robbie quasi eine Existenzkrise hat und sagt dann, ja, ich bin ja so hässlich und so und ich fühle mich überhaupt nicht mehr schön. Dann kommt eine Stimme aus dem Off und sagt, Anmerkung an die Filmemacher, Margot Robbie zu casten ist natürlich jetzt hier blöd für diese Stelle. Denke ich mir, was soll das? Ihr macht Meta-Jokes, weil ihr genau wisst, dass euer Drehbuch so schlecht ist und jeder, das im Drehbuch denken, jeder, der den Film guckt, das denken wird und ihr sagt es dann einfach, nur um den Kritikern quasi den Wind aus den Segeln zu nehmen. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Das ist absolut faule Scheiß Drehbuchschreiben. Also geht überhaupt nicht klar. Hilft auch sämtliches hochglanzgejubelte Bild nicht mehr. Also sorry, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Naja. Dann geht's weiter. Dann haben wir das Ende, oder mehrere Enden, wie man das gerade eben auslegen will. Also die Message am Ende, die ist natürlich, finde ich, sehr aggressiv und also ich finde, der Film hat fast so ein bisschen Hass gepusht, was ich sehr merkwürdig finde bei so einem Film.
Ja, was übrig bleibt, ist irgendwie so ein Potpourri aus Sachen, die keinen Sinn ergeben, Figuren, die eingeführt werden, wie Will Ferrell als Chef von Mattel, die Figur, also die Frau, die in echt Leben mit Barbie spielt, und die Tochter, die Teenagerin, die so reingeworfen wird für die Jüngeren, jetzt haben wir auch einen Teenager, da sagt mal kurz was, die verlieren alle ihre Bedeutung während des Skripts, es macht keinen Sinn. Vorschlag von mir zur Verbesserung einfach von diesem Film wäre gewesen, wenn man eine Kritik machen will, geht, verlasst diese scheiß Barbie-Welt nicht. Macht all das, was im Echtleben falsch läuft, wie im Film hat man ja versucht, die Kens als Frauen darzustellen, die in der Barbie-Welt quasi die gleiche Macht haben wie Frauen angeblich in unserer Welt, indem man es auch dargestellt wird, dass Mattel zum Beispiel komplett nur aus in der Chefetage nur aus Männern besteht, was natürlich im echten Leben nicht stimmt. Aber egal, macht doch einfach alles in der Barbie-Welt und versucht, alle schlechten Sachen quasi in der Barbie-Welt unterzubringen und das einfach als niedlich zu verkaufen. Das ist eine wahre Satire. Damit könnte man wirklich hart treffen. Oder macht einfach einen richtig netten Barbie-Film, der auch lustig ist und nicht nur auf Ryan Goslings Performance baut, um ein paar Lacher zu kriegen. Dann hätte man vielleicht auch die Zielgruppe bedient, die das eigentlich sehen sollte. Weil, wie gesagt, es geht hier um Barbie. Ich habe Leute neben mir gesehen, die waren pink gekleidet, hatten Barbie-T-Shirts an und waren halt sehr jung. Also, was soll ich denn so einen Scheiß an den Kopf werfen, was so total widersprüchlich ist und einfach nur irgendwie aus den trendigen Gehirnen von Greta Gerwig und Noah Baumbach kommt. Also von mir, also im Nachhinein wird der Film immer, immer schlechter. Je mehr ich über diesen Film nachdenke und ich werde immer aggressiver, wenn ich drüber nachdenke, ehrlich gesagt. Aber der Film täuscht halt am Anfang so viel Fluff vor, dass man halt erstmal mitgeht und natürlich auch hier und da mal schmunzelt. Aber so richtig gelacht habe ich natürlich auch nicht, bis auf ein, zwei Sachen von Ryan Gosling. Und ja, also nee. Geht nicht ins Kino, geht lieber in Oppenheimer. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und geht ins Kino. Ciao. Aber jetzt wollen wir unseren Ärger bei einer großen Schale Erdbeereis vergessen.